Hey Freunde und damit ein herzliches Willkommen zurück bei eurem Tjolfa und herzlich willkommen zurück zum Project Fredbear Reboot. Die Niederlage aus der letzten Folge werden wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen und werden heute noch ein letztes Mal versuchen, diese Nacht noch einmal zu schaffen. Ich habe mir nämlich die einzelnen Patch Notes zu diesem Spiel durchgelesen und scheinbar gibt es wirklich eine Art Belohnung für diejenigen, die diese Nacht öfter schaffen. Also müssen wir es natürlich nochmal spielen. Lasst ihr natürlich gerne wie immer einen Daumen nach oben da, Leute. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt, damit ihr auch in Zukunft keine Videos verpasst. Und checkt auf jeden Fall mal Instant Gaming aus über den Link in der Beschreibung. Dort kriegt ihr Spiele zu absoluten Hammerpreisen und es garantiert für jeden was dabei. Deswegen guckt auf jeden Fall mal rein. Wir sind jetzt zurück in der Project Fredbear Reboot Location, Leute. Und ich denke mal, das wird heute ziemlich sicher die letzte Folge sein. Wir werden es nochmal versuchen, eine Nacht hier irgendwie zu überstehen. Und dann bleibt einfach nur noch abzuwarten, dass ein Update für Project Fredbear Reboot kommt. Ich habe mich nämlich mal ein bisschen belesen, ein bisschen bei den Entwicklern vorbeigeschaut. Und zwar ist dieser Survival Mode, so wie er aktuell ist, der ist fertig. Zu diesem Survival Mode wird leider kein Update mehr kommen. Weil eigentlich war ja Project Fredbear auch immer so ein Spiel, was eigentlich eher, ja, mehr oder weniger storylastig war oder so und nicht so auf Survival angelehnt. Und das machen die Entwickler auch aktuell. Sie haben gesagt so, der Survival Mode ist so fertig, den könnt ihr spielen, bis er schwarz werdet so ungefähr. Und wir machen jetzt den Story Mode fertig. Und da, das ist jetzt glaube ich auch schon 2 oder 3 Monate her. Also können wir bestimmt davon ausgehen, dass wir irgendwann demnächst ein Update bekommen, wo wir dann im Project Fredbear Reboot auch den Story Mode spielen können. Und nicht mehr nur den Survival Mode. Weil ich schätze mal, wenn wir hier jetzt nochmal eine Nacht überwinden, haben wir alles gesehen. Obwohl ich halt gelesen habe, dass die Entwickler wirklich geschrieben haben, hey, die Leute, die eine Nacht überlebt haben, für die versteckt sich irgendwo in der Location ein Geschenk. Und scheinbar hat das noch niemand gefunden. Also wirklich noch niemand hat scheinbar gefunden, was man freischaltet, wenn man eine Nacht überlebt. Weil es ist nicht Shadow Freddy, es ist nicht diese Katze hier unten und es ist auch nicht das Extra-Menü. Also keine Ahnung, was man freischaltet, wenn man wirklich eine Nacht überlebt. Aber ich glaube, das ist die einzige Sache, die wir hier noch finden müssen. Aber als allererstes liegt unser Augenmerk jetzt darauf, hier nochmal eine Nacht in die Tasche zu kriegen. Es ist wie gesagt mit Freddy einfach ultra, ultra schwierig. Das ist ja die einzige Animatronic, die uns im Endeffekt gefährlich wird, so, ne? Ich meine, wir sind hier unterwegs, alles ist easy, alles ist entspannt. Fredbear kann uns gar nichts, weil der nicht in Schacht kommt. Und Foxy, Chica oder Bonnie haben wir unten noch nie gesehen. Die einzige Animatronic, die uns hier immer derbe auf die Nüsse geht, ist Freddy. Freddy kommt dann nämlich immer ganz garstig hier den linken Flur runtergewatschelt, guckt dann um die Ecke und will uns hier, ich weiß nicht, was er will, vielleicht will er uns hier im Büro helfen oder keine Ahnung, was der im Endeffekt von uns möchte. Auf jeden Fall geht er uns hart auf den Keks. Das ist auf jeden Fall mal klar. Aber ich schätze mal, die einzige Taktik, die wir wirklich effektiv gegen Freddy anwenden können, ist, dass wir zwischendurch hinten zu dem anderen Büro gehen und ihm wirklich, zum anderen Büro, zu dieser komischen Kammer, zu diesem einen Raum, was weiß ich, wie der Raum heißt. Auf jeden Fall ist da ein Sicherungskasten und damit können wir Freddy ja vorübergehend ruhig stellen und das sollten wir auf jeden Fall wieder so anwenden. Das ist das Einzige, was uns wirklich da ein bisschen Ruhe verschafft vor Freddy und was uns ein kleines Zeitfenster bringt, wo wir uns nicht um ihn kümmern müssen. Aber jetzt schauen wir erstmal, bis er das erste Mal aktiv wird. Ich werde auf jeden Fall versuchen, jetzt sage ich mal, die Zeit zu maximieren, die wir für Freddy aufbringen, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil manchmal mache ich ja die Tür ziemlich früh zu, wenn er schon hier so steht oder so. Ich warte jetzt wirklich, bis er richtig, richtig nah vor der Tür steht und mache dann die Bürotüren erst zu. Weil da muss er ja quasi... Oh, nein, 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 nicht Fredbear. Nein, nein, nein. Wow. Weil wenn wir die Türen so knapp zumachen, muss Freddy ja quasi außenrum einmal laufen. Und muss dann nochmal durch den Schacht kriechen. Dadurch gewinnen wir auch nochmal ein bisschen Zeit. Vielleicht können wir dadurch uns dann irgendwie bis 6 Uhr morgens retten. Ey, Fredbear? Geh einfach. Genau, danke. Gut gemacht. Okay, ich habe keine Ahnung, wo Freddy bleibt, Leute, ne? Ich meine, wir haben jetzt schon 2 Uhr nachts und Freddy ist noch nicht da. In der letzten Aufnahmesession war er ja ultra aggressiv. Ich meine, ihr habt das gesehen. Freddy ist einfach so früh hierher gekommen. Da ist er. Okay. Okay, jetzt ist er da. Aber trotzdem relativ spät. Ich meine, die Uhr müsste gleich schon umspringen auf 3 Uhr. Hat sich auf jeden Fall Zeit gelassen. Aber okay. Das ist ja nur unser Vorteil. Desto später er am Start ist, desto größer sind unsere Chancen, das Ganze hier lebend zu überstehen. Okay. Ich habe übrigens keinen Plan, wie lange eine Nacht hier in diesem Game hier dauert. Kein Plan.
In normalen FNAF-Games sind ja meistens 6 Minuten 30 Sekunden bis eine Nacht ungefähr. Keine Ahnung, wie lange das hier ist. Aber wir chillen einfach mal. Boah, ich dachte gerade, ich habe was Komisches gehört. Okay, wir haben jetzt 3 Uhr nachts. Und jetzt warten wir wirklich, bis Freddy hier vor der Tür steht. Und dann knallen wir ihm das Ding vor der Nase zu, gehen zum Sicherungskasten und löten ihm schön einen Stromschlag rein. Und dann kann er sehen, wo er bleibt. Hey, Freddy, chill, chill. Yo, der ist so unberechenbar. Manchmal bewegt er sich richtig lange gar nicht, guckt uns einfach nur an, steht in der Gasse, macht nichts. Und manchmal kommt er einfach 5 Schritte auf einmal näher. Einfach so, ohne Vorwarnung, ohne irgendeine Ankündigung. Keine Ahnung, warum er das macht. Wir behalten ihn jetzt einfach mal im Auge. Achten schön auf ihn. Und wir bleiben an einer Position stehen. Ich glaube, wenn wir uns nicht bewegen, also wenig bewegen, auch nicht hin und her laufen, dann, hat er gerade gesagt, wir verdienen das? Ey, er will uns auf jeden Fall hops nehmen. Okay, wir warten kurz hier. Jetzt! Mach zu. Okay. Und jetzt müssen wir ganz schnell zum Sicherungskasten. Ist hier irgendwer sonst noch? Nein. Sonst niemand aktiv. Okay, wo ist Freddy? Da kommt er. Boah, habt ihr gesehen, wie er mit seinen Scheinwerferaugen da rauskam? Okay, come on, Freddy. Come on, hier, zack. Kriegst du erstmal eine gewischt. Warte, komme ich jetzt an ihm vorbei hier raus? Okay. Oh, ich dachte schon, das wird vielleicht nichts. Stell mal vor, ey, wir wären jetzt nicht mehr an ihm vorbeigekommen. Das wäre richtig bad luck gewesen. Okay, machen hier mal auf. Okay, und jetzt chillen wir hier. Jetzt gucken wir in die Richtung, bis er wieder an den Start kommt. Okay, jetzt müssen wir halt nur... Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, Freddy nochmal einen Schock zu verpassen, ne? Weil, wenn er quasi bis hier hinkommt... Wer ist das? Bonnie! Schnell in Schacht! Schnell in Schacht! Nein, nein, nein! Gar kein Bock! Geh bloß weg! Geh bloß weg! Warte, bleibt Bonnie jetzt da stehen? Ich hoffe nicht. Freddy ist nicht hier im Schacht. Bonnie? Geh weg. Geh aus meinem Büro raus. Ich muss hier noch arbeiten heute Nacht. Hä? I'm hungry with some carrots. Olga, als wenn Bonnie auch redet. Hä, reden alle Animatronics in dieser Location? Ja, moin. Bonnie hat gerade einfach... Bonnie redet, hat gesagt, wo bist du? Und dass Bonnie hungrig ist. Leute, ich möchte nicht mehr in diesem Schacht. Oh je, ey. Also die Entwickler haben wirklich, was die Animatronics anbelangt, in diesem Fangame ganze Arbeit geleistet. Meistens sind die ja eher so semi-gruselig, aber in dem Spiel sind sie wirklich sehr, sehr gut gemacht und umgesetzt. Und Bonnie belagert uns jetzt hier im Schacht. Bonnie lässt uns hier nicht mehr raus, scheinbar. Und hier... haben wir jetzt Freddy am anderen Ende vom Schacht, Leute. Das habt ihr ja... Habt ihr schönen Plan ausgeheckt, ihr Dreckigen, ne? Okay, wir behalten mal Freddy im Auge. Freddy wird unser Hauptproblem sein hier drin. Bonnie kann nicht hier reinkommen. Bonnie steht nur draußen davor und schreit rum und wartet, dass wir rauskommen. Warte, ich gehe mal hier ein bisschen näher. Vielleicht haut Bonnie dann ab, wenn Bonnie uns nicht mehr im Schacht sieht. Wir hatten, glaube ich, 5 Uhr eben auf der Uhr. Vielleicht schaffen wir es also, wenn wir jetzt einfach nur hier im Schacht rumhängen und die nicht an uns ranlassen, irgendwie diese Nacht noch zu überstehen. Aber ich habe ein ganz ungutes Gefühl, Leute. Ich glaube nicht, dass das gut ausgehen wird hier. Das wird nicht gut ausgehen. Okay, Bonnie steht da draußen. Freddy ist mit uns hier drin. Freddy ist ziemlich nah und noch in draußen. Ich habe... Bonnie hat gesagt, wenn wir rauskommen, wird Bonnie uns eine schöne Umarmung geben. Ich freue mich schon. Genau das, was ich wollte. Bitte, Freddy. Bitte. Oh nein. Die Uhr muss umspringen. Oh. Alter. Also eine weitere Nacht hier in der Location zu überleben, nachdem man die erste Nacht überlebt hat, ist wirklich alles andere als einfach. Aber wir haben rausgefunden, dass Bonnie auch mit uns redet. Freddy ist also nicht der Einzige, der uns hier lustige Geschichten im Schacht erzählt, sondern Bonnie auch. Man muss es wirklich schaffen, nur schaffen, nah genug an die Animatronics ranzukommen. Und dann hört man auch, was die alles für Mist erzählen. Zum Beispiel, dass Bonnie hungrig nach Karotten ist. Oder dass Bonnie uns überzeugen möchte, aus dem Schacht zu kommen, weil wir da eine schöne Umarmung bekommen.
Ganz sicher komme ich nicht aus dem Schacht, ich bin doch nicht blöd. Und was wir auch gelernt haben, ist, wenn wir Bonnie triggern, wird Bonnie sich vor die Schachteingänge stellen, bis Bonnie uns bekommt. Egal was passiert, das Vieh wartet einfach draußen. Das ist ganz, ganz schlecht. Wenn man dann nämlich gleichzeitig noch Freddy mit im Schacht hat, kann man die Sache ganz abhaken. Also müssen wir uns jetzt konzentrieren, aufpassen, dass wir wirklich nur Freddy als Gegner abbekommen. Dann verpassen wir Freddy da drüben den Schock und alle anderen können einfach bleiben, wo sie sind. Wirklich. Ich habe keinen Bock auf Stress. Ich will nur wieder nach Hause, wenn ich hier rauskomme. Das heißt, wir werden wieder unsere Entspannungstechnik anwenden, Freunde. Wir, der Limonengetränkeautomat und der Mülleimer chillen hier in der Ecke und warten, bis Freddy angelaufen kommt. Dann gibt es den Stromschlag. Dann gehen wir zurück ins Büro und hoffen, dass alle uns in Ruhe lassen. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Oha, ich dachte, es wird entspannt, aber Fredbear... Hey, hau ab! Fredbear kommt... Fredbear kommt einfach ins Büro gelaufen und schreit uns an. Toll, wirklich super. Bleibt er jetzt auch vorm Schacht stehen? Ich hoffe nicht. Okay, nee, Fredbear bleibt scheinbar nicht vorm Schacht stehen. Das ist schon mal gut, das ist schon mal ein Vorteil für uns. Aber, wo ist er jetzt? Oh, er steht da direkt an der Tür. Der muss raus aus dem Büro. Gar kein Bock auf den. Das ist nicht gut für uns, wenn der da drin bleibt. Gar nicht gut. Okay, aber die Luft scheint wieder rein zu sein. Wir gehen mal wieder hier in unseren Stützpunkt zurück. Freddy ist auch noch nicht da. Uhr zeigt schon wieder 2 an. Also, alles halb so wild. Fredbear ist auf jeden Fall nicht so penetrant wie Bonnie. Das ist schon mal gut. Wenn der jetzt auch vom Schacht gewartet hätte, hätten wir schon wieder die Nacht abhaken können. Das wäre übel gewesen. Aber so alles halb so wild. Aber Fredbear ist auf jeden Fall auch ein ziemlich garstiger Kollege. Warte mal. Waren das meine Schritte oder was habe ich gerade gehört? Keine Ahnung. Ich warte jetzt, bis Freddy wieder aktiv wird. Alles andere ist mir zu viel Stress. Und wenn man vom Teufel spricht, ist er auch schon da. Guck mal. Da hinten guckt er ums Eck drumherum. Wir können übrigens zoomen. Habe ich noch nie benutzt in dem Spiel, ne? Dass wir zoomen können, habe ich noch nie zu meinem Vorteil benutzt. Aber bringt uns auch nicht wirklich was. Freddy, bleib bloß da. Chill. Ist alles gut. Okay, oh, als wenn Fredbear einfach hier reingerannt kommt. Er hat uns einfach ignoriert. Ich wollte gerade nur sagen, ich höre hier noch irgendwo Schritte. Irgendwo ist noch ein Vieh in der Nähe aktiv. Er kommt einfach hier reingerannt. Ignoriert uns komplett. Und jetzt läuft er schon wieder hier lang. Keine Ahnung, was mit dem Kollegen los ist. Freddy ist auch immer noch aktiv hier auf der Gasse. Alles. Wer lacht da? Ist das Freddy? Alter, gar keinen Bock, ne? Wie viel Uhr haben wir? Ja, oh, wir haben schon 4 Uhr? Ja, nice. Okay, pass auf. Wir machen mal Folgendes. Wir verpassen Freddy mal seinen wohlverdienten Schock. Komm mit, Freddy. Schlechtes Timing. Also ich bin wirklich kein Fan davon, wie das hier gerade alles abläuft. Man könnte doch so einfach hier eine Nacht schaffen, rein theoretisch gesehen. Aber die Animatronics sind wirklich... Also ich habe keine Ahnung, wie wir das beim ersten Versuch so easy geschafft haben. Da mussten wir uns ja nicht mal anstrengen. Beim ersten Versuch, ich habe im letzten Video schon rumgeheult, ne? Aber beim ersten Versuch haben wir wirklich einfach nur im Büro gechillt. Nichts Gefährliches ist passiert. Und jetzt nehmen die uns konstant hops. Aber okay, hey, ist eine Challenge. Ich schaff das. Ich warte hier noch eine Nacht. Okay, Leute, keine Ahnung, was jetzt gerade abgeht. Es ist jetzt schon wirklich, guck mal, wir sind auf 70% fast runter. Das heißt, die Uhr müsste gleich auch auf 3 Uhr umspringen. Freddy ist, guck mal, 3 Uhr. Freddy ist noch nicht da. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Um ganz ehrlich zu sein, jetzt ist er da. Aber um ehrlich zu sein, ne, Freddy ist jetzt die erste Animatronic, die ich in dieser Nacht sehe. Ich habe jetzt die ganze Zeit hier im Büro gechillt. Ich habe mich einfach, ich habe mich still und heimlich in die Ecke gestellt, kein Geräusch gemacht. Und Freddy ist jetzt die erste Animatronic, die ich sehe. Vorher hat sich hier niemand bewegt oder irgendwas gemacht. Okay, wir gehen mal ein bisschen näher an Freddy ran. Weil sobald Freddy zu nahe kommt, machen wir ihm die Tür wieder vor der Nase zu. Wir gehen dann wieder zur anderen Seite, verpassen ihm einen Schock. So wie das ja die ganze Zeit schon der Plan ist. Das ist auch der einzige Weg, ihn zu besiegen. Oder der einzige Weg, Freddy wirklich loszuwerden. Okay. Also Freunde, selber Plan wie immer. Wir warten jetzt mal, bis er ganz, ganz nah dran ist. Und dann schlagen wir ihm die Tür vor der Nase zu. Oh Leute, da ist auch Fredbear. Moment. Fredbear? Fredbear? Halt dich bloß zurück. Werd bloß nicht wild, Fredbear. Nein, gar keinen Bock. Ich muss dich zumachen. Entschuldigung.
Ich muss das Ganze ein bisschen beschleunigen. Ist hier jemand? Foxy? Ist hier irgendjemand? Nee, niemand ist da. Okay. Ich gehe hier in den Raum rein. Und jetzt warten wir. Okay, da kommt Freddy schon. Freddy? Da ist er. Grüß dich. Hallo, brauchst gar nicht zu lachen. Zack, gibt's einen Schock. So. Du Drecksack. Hä? Lass mich hier nicht veräppeln. Nicht von dir. Okay. Wir gehen zurück ins Büro. Es ist 4 Uhr nachts. Wir öffnen diese Tür. Okay, alles safe. Und jetzt müssen wir die Seite da im Auge behalten, weil gleich wird Freddy wieder aktiv werden. Ich bin schon überlegen, ob ich mich vielleicht an ihm vorbeischleiche. Also jetzt gleich schon an ihm vorbeischleiche und ihm noch einen Schock verpasse. Aber ich... Hä? Was? Oh, das ist Fredbear! Nein, nein! Nee, hau ab! Uiuiui. Ich weiß nicht, wie oft wir Freddy schocken können pro Nacht. Ich weiß nicht, ob das mehrmals geht oder ob dieses Ding nur für einmal aufgeladen ist, dieser Sicherungskasten. Kann ja sein, dass nach einem Schock wir ihn nicht nochmal schocken können und das eine einmalige Geschichte ist. Das heißt, wir behalten ihn besser mal im Auge und hoffen, dass alles gut geht. Was wollen wir auch sonst machen? Aber ich meine, bis jetzt alles entspannt. Die Uhr... Nicht mit mir. Das war Fred. Oh! Das war Foxy? Foxy kann durch den Schacht kriechen. Oh oh. Alter! Aber so langsam habe ich das Gefühl, wir werden es nie wieder schaffen, hier nochmal eine Nacht zu überleben. Ich meine, so ekelhaft aggressiv wie die Viecher hier. Was heißt, so ekelhaft aggressiv sind die ja gar nicht. Aber die systematisch zu besiegen, ist sowas von schwierig, eine Nacht wirklich hier im Büro zu überleben. Ich meine, in der Location hier irgendwas zu machen, ist ja easy. Aber wenn nach und nach alle Viecher aktiv werden und Foxy scheinbar sogar durch den Schacht kriechen kann, ist es einfach nur... Die letzte Stunde hier ist einfach garstig. Ist einfach nicht schön. Sagen wir es, wie es ist. Allerdings haben wir dafür heute in der Folge wirklich viele interessante Sachen rausgefunden. Bonnie redet mit uns und erzählt uns wirklich tolle Sachen. Wow! Und Foxy kann ganz offensichtlich auch durch die Schächte kriechen. Und ich glaube nicht, dass ich das gut finde. Wirklich nicht. Ich bin ja fast schon gewillt, dass wir jetzt gerade einfach mal kurz noch chillen. Warten, bis Foxy aktiv ist, weil ich will mir eigentlich wirklich gerne mal angucken, wie das aussieht, wenn Foxy durch diese Schächte durchkriecht. Das würde ich wirklich gerne sehen. Allerdings weiß ich nicht, ob wir das hinkriegen, weil wenn Freddy und alle auch aktiv sind, glaube ich nicht, dass wir das mit Absicht hingetriggert kriegen. Aber vielleicht ist das auch noch eine Sache für eine andere Folge, Leute. Ich meine, wir haben jetzt heute schon... Wow, ich habe jetzt wirklich schon wieder viel, viel Zeit in diesem Spiel verbracht. Eigentlich sollte das hier heute die letzte Folge sein. Aber wir haben tatsächlich noch Sachen rausgefunden, die wir nicht wussten. Dass Bonnie redet, wusste ich nicht. Und dass Foxy durch die Schächte kriechen kann, wusste ich auch nicht. Und das ist wirklich nicht gut. Ich würde deswegen sagen, wir haben, glaube ich, noch genug Stuff übrig, um hier nochmal eine Folge zu machen, zu dem Survival-Modus. Deswegen würde ich sagen, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Eine Folge hier zu machen wir noch, eine wird noch kommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in dieser Folge wieder oder in irgendeinem anderen Video hier auf dem Kanal, Leute. Euer Tölfer verabschiedet sich. Macht's gut und bis dahin.